haben uns gerade fertig gemacht. Das nächste Hotel. I can never say a bad thing about you, it was hanging me out to the vultures. Hallo zusammen, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Wir haben heute noch Donnerstag und ich dachte mir aber, dass ich jetzt gerade schon mal das Intro aufnehme, weil ich nicht weiß, wann genau morgen unser Tag startet. Und zwar fahren wir morgen nochmal über das Wochenende weg und ich freue mich extrem auf die Zeit, einfach weil die letzten Wochen irgendwie viel Stress waren. Ich hatte euch da ja auch ziemlich viel mitgenommen. Auch gerade gestern kam das Video zu meinem Uni-Alltag online, also schaut da gerne auch nochmal vorbei. Und wir hatten uns, also wir sind mein Freund und ich, uns gegenseitig zum Geburtstag einen Wellnessurlaub geschenkt. Ich hatte ihm eine Nacht geschenkt zu seinem Geburtstag und er hatte mir jetzt zwei Nächte geschenkt zu meinem Geburtstag. Und das sind jeweils unterschiedliche Hotels hier in relativ der Nähe. Also ich bin richtig gespannt, weil wir einfach so einen Wellnessurlaub machen und runterfahren und ich freue mich einfach so sehr, dass wir einfach mal so ein paar Tage weg von zu Hause sind. Ja, und ich dachte mir, dass ich euch dabei mitnehme und euch einfach so ein paar Einblicke gebe, auch gerade was ich so esse, wenn ich eben nicht zu Hause bin. Wir haben auch abends immer ein Menü dazu gebucht, morgens Frühstücksbuffet und ich dachte mir, dass ich da einfach ein bisschen mitnehme und nochmal reflektiere, was sich da so alles für mich verändert hat. Mittlerweile genieße ich das einfach komplett und bin einfach immer nur, und das hatte ich auch jetzt im letzten Urlaub gemerkt, so dankbar für die ganzen Erfahrungen, dass ich überhaupt so mir einen Urlaub leisten kann und ja, probiere da gar nicht mehr so viel drüber nachzudenken. Ich persönlich habe da ja auch meinen Hintergrund mit. Ich war lange Zeit in einer Klinik und in Therapie. Und bin echt froh, dass ich da mittlerweile so die Fortschritte gemacht habe, weil es einfach so wichtig ist, um sein Leben zu leben und auch eine Beziehung zu haben. Und ja, dachte mir, dass das mal wieder ein schöner Anlass sein könnte, ein What I Eat für euch mitzufilmen. Vielleicht fange ich auch heute schon ein bisschen an und zeige euch dann ab morgen, was wir so machen und essen. Und freue mich richtig jetzt drauf. Mir gibt es jetzt Frühstück und ich wollte es heute Morgen ein bisschen entspannter angehen, deswegen gibt es meine Lieblingskombi, einfach belegtes Brötchen mit körnigem Frischkäse, Butter, Marmelade, Gurke und Oatmeal, das muss noch weg. Und jetzt genieße ich das letzte Frühstück hier zu Hause, setze mich danach noch an die letzten Uni-Sachen und packe dann noch meinen Koffer. So, ich habe gerade rechtzeitig alles geschafft und jetzt noch meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt. Ich mag das immer gerne, das habe ich jetzt auch schon öfter erwähnt, dass wenn ich aus dem Urlaub komme, dass alles ordentlich ist. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal durchgestaubsaugt und so weiter. Ich wundere, da unten stehen noch ein paar Kooperationen. Und hier habe ich auch schon mal jetzt meine Sachen gepackt. Die eine Tasche ist noch voll mit den Sachen aus dem Kühlschrank, die nehme ich mit. Ich habe auch ein paar Snacks für den Urlaub dabei, vor allem von Lebe Pur. Einfach so ein paar Riegel und so. Dann sind hier die Schuhe drin. Ich wollte nicht so einen großen Koffer mitnehmen, aber irgendwie passt da einfach nicht alles rein. Auch wenn es nur ein paar Tage sind. Dann ist da mein Laptop noch drin, weil ich gleich noch ein Uni-Meeting habe. Ich muss den Blazer mitnehmen, weil es ja abends auch immer ein bisschen schicker ist. Und ich sehe gerade wirklich nicht schick aus. Ich kann mich eigentlich gar nicht zeigen. Ja, aber mein Freund holt mich jetzt auf jeden Fall ab. Ich habe mich auf jeden Fall heute nochmal auskuriert von meiner Erkältung. Deswegen auch mein Outfit und meine Haare. Sonst gibt es jetzt noch Pizza zum Abendessen. Ich habe jetzt nicht viel zum Kochen beigetragen, weil ich eben noch mein Video geschnitten habe. Ich hab nicht überhaupt. Und das ist jetzt eine Pizza mit Süßkartoffel, Aubergine, Knoblauch, Räuchertofu und Saurasahne. Ich glaube, ah ja, und Feta und Pilzen. Genau. Ich kann euch das Rezept gerne in die Infobox schreiben. Und weil wir nicht wussten, ob das reicht, ist hier noch einer. Mittlerweile auch schon 10.13 Uhr. Also wir wollten eigentlich etwas früher loskommen, aber es ist ja auch so mit der freie Tag, den wir haben. Also heute ist ja auch erst Freitag und heute können wir eh erst ab 14 oder 15 Uhr anreisen. Deswegen lassen wir uns jetzt einfach
Zeit und fahren jetzt gleich los. Also wir haben jetzt gerade alles gepackt, auch noch vom Kühlschrank Sachen mitgenommen. Machen es jetzt so, dass wir beim Bäcker noch unterwegs halten und da noch entspannt frühstücken. Und dann wollten wir wahrscheinlich noch in ein Outlet fahren, was sowieso auf dem Weg liegt, und uns das einfach mal anschauen. Es wurde uns auch zumindest empfohlen von dem Onkel von meinem Freund, so rum. Und deswegen haben wir da wahrscheinlich auch noch eine Pause. Und wir müssen generell nur 2,5 Stunden fahren. Deswegen denke ich mal, sind wir so gegen 14, 15 Uhr da. Wir fahren auch mit meinem Auto. Also ich mache Fahrer und ich freue mich auf jeden Fall jetzt voll. Also ich merke immer, wenn man dann so alle To-Dos vor dem Urlaub fertig hat, dann fällt so langsam der Stress ab und dann kann man sich auch so richtig freuen. Und yes, wir fahren jetzt mal los. Aber ich hoffe, dass wir jetzt auch an alles gedacht haben. Und dann melde ich mich später. All my tears, they fall like rain. Yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all I know. Hurt me more, but let me go. In this game, my heart belongs. Change your eyes, hier wird einfach schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Wir haben Anfang Oktober. So, wir sind angekommen. Ich zeige ganz kurz das Zimmer. Wir hatten gerade ein paar Problemchen mit dem Zimmer. Also hier ist erstmal das Bad. Und eigentlich hätten wir eine andere Kategorie bekommen, aber wir hatten über Check24 gebucht und sie hatten unsere Kategorie nicht gefunden. Auf jeden Fall ist das jetzt unser Zimmer. Also wir haben jetzt das moderne Haus. Also das Hotel ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Das war ja, wie gesagt, mein Geburtstagsgeschenk. Und wir hatten jetzt aber tatsächlich eben ein Problem mit der Buchung gehabt. Und zwar hatten wir über mein Portal gebucht, also über Check24, und hatten auch die Buchungsbestätigung und alles, aber es wurde irgendwie nicht hier im Hotel empfangen. Jetzt hatten wir eben ganz lange mit dem Chef geschaut, was man machen kann, und das ist wirklich so ein Moment, wo ich an sich nichts gesagt habe so in der Vergangenheit, aber ich mittlerweile einfach weiß, wie wichtig es ist, dass man auch für sich einsteht. Und wir sind jetzt in ein modernes Nebengebäude gekommen. Eigentlich hatten wir aber so traditionelle Zimmer gebucht, was eigentlich auch schöner ist. Jetzt schauen wir noch gemeinsam, ob es nicht doch noch eine andere Lösung gibt. Generell ist mir das Zimmer eigentlich egal, aber ich finde, da geht es so ein bisschen ums Prinzip, weil man eben ja auch nicht wenig Geld dafür ausgibt und wir uns eben auch drauf gefreut haben und dann eben noch so lange das am Klären waren. Jetzt haben wir uns gerade fertig gemacht für den Spa. Ich freue mich jetzt voll. Wir haben beide auch Bücher eingepackt. Lustigerweise liest mein Freund gerade Good Girls Guide to Murder 1. Das hatte ich ihm jetzt ausgeliehen und ich lese den zweiten Teil. Den dritten Teil. Wir hatten auch eben schon ein Begrüßungssekt und mittlerweile ist auch schon ungefähr 17 Uhr. Also ich denke mal, dass wir einfach ein bisschen später zum Abendessen gehen, dass wir jetzt einfach noch Zeit haben, jetzt auch für den Spa. Und ja, ich habe noch meine Schuhe, also meine Birkenstocks im Auto vergessen. Deswegen kommt jetzt mein Freund. Und da klopft er auch schon. Und dann genießen wir noch den restlichen Nachmittag. Ich freue mich jetzt richtig aufs Abendessen. Ich habe richtig Hunger. Du hast auch richtig Hunger, oder? Ja. Ja, deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und wir gehen aber vorher noch einen Cocktail trinken, weil wir die Gutscheine bekommen haben. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal, wo die Cocktailbar ist oder die Weinbar, und danach gehen wir dann Abendessen. Also wir haben jetzt 19 Uhr, aber es war sehr entspannt jetzt noch der restliche Tag. Und wie gesagt, sind wir an dem Abend zuerst noch in eine Bar gegangen, haben da erst einmal ein paar Cocktails getrunken, das heißt ein paar, zwei. Und
und sind dann zum Abendessen gegangen. Ich habe ein Vier-Gänge-Menü gegessen und generell probiere ich mich da einfach durch alles durch und habe an dem Abend auch Fleisch gegessen. Also ich höre da einfach auf meinen Körper und hoffe einfach, dass dieses Video auch ein Reminder für euch sein kann, dass ihr so Abende einfach genießt und euch dann nicht irgendwie stresst. Und genau, ich habe dann am nächsten Morgen wieder weiter mitgefilmt. Wir gehen jetzt zum Frühstück und das Wetter ist sehr nebelig, aber ich freue mich jetzt auf einen entspannten Tag. Also wir haben auch ausgeschlafen, das Frühstück geht bis um 11. Haben wir erstmal einen Bärensmus bekommen. Ist der nicht, aber ist er gut? Ja. Wie gesagt, wir sind dann erst einmal ganz entspannt gestartet mit dem Smoothie und einem Kaffee. Und mittlerweile merke ich einfach auch einen so großen Unterschied, was das Thema Frühstücken angeht. Also gerade früher, wenn ich im Urlaub war, dachte ich, dass ich jetzt zuschlage, dass ich mir jetzt alles erlauben darf, aber dann im Alltag eben nicht mehr. Und das hat sich bei mir verändert. Also ich weiß ganz genau, dass ich, egal zu welchem Tag, ob ich im Urlaub bin oder zu Hause, das essen kann, worauf ich Lust habe. Und mir ist es einfach mittlerweile so wichtig, dass ich euch das ehrlich teile und vielleicht dem einen oder anderen, dem es ähnlich geht, damit helfen kann. Wir kommen jetzt gerade vom Frühstück und ich habe einfach meine Winterjacke zu Hause vergessen. Draußen ist es auf jeden Fall richtig kalt und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir heute nichts machen außer Wellness. Aber ich meine, es tut auch mal ganz gut, dass man irgendwie ja nicht irgendwie den Stress hat, jetzt groß zu überlegen, was machen wir den Tag, sondern dass wir einfach mal wirklich nur entspannen und hier das genießen. Morgen geht es hier dann weiter. Also wir hatten uns das gegenseitig zum Geburtstag geschenkt. Mein Freund hat mir sozusagen zwei Nächte hier geschenkt und ich hatte ihm eine Nacht in der Pfalz geschenkt. Das heißt, morgen fahren wir dann weiter ins nächste Wellnesshotel. Und ja, ich habe meine Winterjacke vergessen. Das heißt, wir müssen drinnen bleiben. Richtig. Haben schon den nächsten Morgen. Machen uns jetzt gerade schon fertig fürs Frühstück. Ich habe euch jetzt gerade aufs Bett abgestellt. Also wir sind ein paar Bahnen geschwommen und haben uns dann noch einen Kaffee da geholt und lagen dann noch richtig entspannt, haben einfach ein bisschen erzählt und ja, es war so ein richtig gemütlicher Morgen. Gefühlt hatte ich das schon seit Ewigkeiten nicht mehr, weil man morgens auch irgendwie sich immer Stress macht. Und jetzt wollten wir frühstücken gehen. Man kann hier sogar so ein Online-Checkout machen. Das haben wir jetzt auch gerade schon gemacht. Und yes. Damit bin ich jetzt auch fast durch. Das habe ich auch gestern noch im Ruheraum
ein bisschen geschnitten und wir fahren jetzt noch 16 Minuten. Also wir sind insgesamt 2 Stunden jetzt gefahren von dem einen Hotel. Ich kann euch die Hotels auch generell nochmal in der Infobox verlinken in das nächste Hotel. Und jetzt geht es auch eher wieder in die Weingegend. Also wir haben ein Hotel gebucht, was so mitten in den Weinbergen liegt. Das kannte ich, wie gesagt, schon von meinen Eltern. Also ich war da mit meinen Eltern auch schon öfter. Jetzt hat das aber den Besitzer gewechselt und deswegen, also ich war da vor, ich glaube, 4 Jahren das letzte Mal. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Deswegen bin ich mal richtig gespannt, was es ist. Und jetzt kommt der nächste Tunnel, deswegen will ich jetzt nicht so viel. Das nächste Hotel. Diesmal einfach nicht so Glück. Unser Zimmer ist noch nicht fertig und wir haben gesagt bekommen, wir sollen uns die Wartezeit noch versüßen und haben jetzt hier auch wieder einen Gutschein bekommen für einen Kaffee und einen Kuchen. Und den lassen wir uns jetzt mal schmecken. So richtig schön. Hier ist der Pool. Hier bin ich. Und ich kann euch mal die Sauna zeigen. Hier ist das Hotel von außen. Dann ist da hinten rechts die Sauna. Und das hier ist jetzt die Aussicht, die wir heute haben. Also richtig, richtig schön. Vor allem so eine richtig herzliche Stimmung und wir haben komplett Sonne. Wir haben heute schon Dienstag, genau, ich denke die ganze Zeit ist Montag, weil heute wieder so der erste Arbeitstag von mir war und wir sind jetzt gestern zurückgekommen. Ich hatte dann gestern tatsächlich den Tag noch genutzt, weiter für meine Fallstudie was zu machen. So, ja, ich hatte die Entscheidung etwas bereut, weil ich abends echt schon wieder richtig fertig war, weil ich dann doch den ganzen Tag auch dran gesessen habe, weil ich einfach keinen so klaren Schluss gefunden habe und ich habe dann abends auch nochmal was dran gemacht, weil irgendwie es mir nicht so richtig aus dem Kopf ging, so ein paar Gedanken, die ich nicht zu Ende geführt hatte. Aber dafür habe ich jetzt die Fallstudie auch fast fertig. Also gestern war so der Tag, wo ich nochmal den Hauptteil bearbeitet habe und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das Fazit. Und heute war ich dann arbeiten. Ich bin auch schon um 6 aufgestanden, bin dann direkt losgelaufen und brauche ja nicht so lange zur Arbeit. Also ich arbeite in der Uniklinik und deswegen ja, war ich dann dort jetzt auch für 7 Stunden und habe jetzt ungefähr 1 Stunde Pause, bevor dann das Dienstagsmeeting anfängt. Also die mich schon länger verfolgen, wissen, dass wir immer dienstags so einen Call haben, in dem wir uns austauschen mit dem Team. Und der geht meistens so 1 Stunde, 1,5 Stunden und den kann ich auch von zu Hause aus machen. Das heißt, ich kann jetzt entspannen und heute Abend treffe ich mich mit meinen Freundinnen. Also es ist dieses Mal ein richtig schönes eigentlich nach Hause kommen, weil ich alle wiedersehe so direkt. Wir machen einen Mädelsabend und gehen da in ein neues Restaurant hier in Mainz, also in einer, ich glaube, Pizzeria. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, draußen fliegt gerade ein Flieger. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon, weil ich manche von ihnen richtig lange nicht gesehen habe und wir wieder so eine Clique sind noch aus der Schulzeit. Also ich habe viele sehr alte Freundinnen und sehr gute Freundinnen zugleich. Ja, und wir treffen uns alle zusammen. Wir planen auch das nächste Wochenende, weil wir da zusammen wegfahren. Das haben wir auch schon richtig lange nicht mehr gemacht. Also ja, irgendwie momentan hangele ich mich so von einer Auszeit in die nächste. Aber ich dachte mir auch, dass ich euch kurz nochmal ein Fazit gebe jetzt zu dem Wochenende. Ich fand das Wochenende einfach so schön und ich weiß nicht, ob es in dem Video rüberkam oder ob ich das öfter gesagt habe, wahrscheinlich schon, aber ich war einfach richtig dankbar die ganze Zeit über. Wir hatten uns das ja gegenseitig zum Geburtstag geschenkt und ich bin einfach mittlerweile so froh, dass ich so Zeiten komplett genießen kann und lange Zeit, wenn ich so Urlaub gemacht habe, wo es eben abends
ein großes Menü gab und morgens ein großes Frühstück und so weiter, dann dachte ich immer, dass ich das mit irgendetwas ausgleichen muss. Und mittlerweile geht es mir damit einfach so viel besser und ich habe so viel mehr Freiheiten in meinem Leben und weiß halt ganz genau, dass wenn ich so etwas mache, heißt das nicht, dass mein ganzes Jahr so aussieht, sondern das sind ein paar Tage und die möchte ich dann auch komplett genießen und möchte das nicht mit irgendwelchen Gedanken rund um irgendwie, ja, Krankheitsgedanken einfach mir machen und das irgendwie dadurch beschatten lassen. Und ich bin dafür einfach richtig, richtig dankbar, dass ich das alles weitestgehend ablegen kann. Ich sage deshalb weitestgehend, weil ich trotzdem manchmal noch Probleme damit habe. Also ich merke schon manchmal, dass es mir einfach noch schwer fällt. Aber ich weiß einfach auch, dass der Prozess ein langer ist und gerade wenn man eben lange Zeit ja, krank war oder auch mit einer Essstörung zu kämpfen hatte, dann kann man das eben nicht so schnell ablegen. Aber ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin und merke das eben immer mehr. Und gerade an so Urlauben merke ich das, dass viele Dinge, die mich wahrscheinlich damals ungemein gestresst hätten, mich jetzt einfach nicht mehr stressen. Das dazu und generell die Hotels waren auch richtig schön. Das zweite Hotel würde ich nicht mehr ganz so stark empfehlen. Also ich war da, wie gesagt, mit meiner Familie schon öfter, aber so im konkreten Vergleich mit dem ersten Hotel war es auf jeden Fall nicht so gut und das erste Hotel war traumhaft. Also wenn ihr mal was sucht oder hier auch generell aus der Nähe kommt, nicht so weit weg von diesem Hotel seid, dann kann ich das nur empfehlen. So viel dazu, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem normalen Alltagsvlog und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.